Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine Buchrezension von mir. Ich hoffe, ihr freut euch und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe vor 3-4 Tagen ein Buch beendet, das mir so gut gefallen hat, dass ich es euch unbedingt rezensieren wollte. Und das ist wirklich bisher mein absolutes Lesehighlight gewesen in den letzten vergangenen Monaten. Und darum möchte ich sehr, sehr gerne dieses Buch weiterempfehlen. Ich spreche die ganze Zeit von diesem Roman. Das ist Die Geschichte der Baltimores von Joël Dicker, ein französischer Autor, der 1985 in Genf geboren wurde, der monatelang mit seinem Erstlingswerk auf den Bestsellerlisten stand. Das Erstlingswerk von ihm ist Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert oder Quebert, ich kann kein Französisch. Das ist das Erstlingswerk und Die Geschichte der Baltimores ist Nummer 2. Ja, es ist im Piper Verlag erschienen 2015 und hat knapp 510 Seiten. Dieses Buch ist ein Roman, eine Familiengeschichte würde ich dazu sagen und hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Worum geht es in diesem Buch? Es geht um einen Schriftsteller, der auch schon in seinem Erstlingswerk vorkommt, nämlich Marcus Goldman. Und spielt in 3 Zeitebenen sozusagen. Einmal die heutige Zeit, in der Marcus Goldman ein berühmter Schriftsteller ist, der an dem nächsten Buch arbeitet sozusagen. Und einmal in der jüngeren Vergangenheit, das heißt so um die 2004. Und auch in der Jugend von ihm und auch um die ganze Familie ungefähr 1989 bis 1995, also die Jugend des Mannes. Es ist so, dass die Familie von Marcus Goldman durch seinen Vater und seinen Onkel sozusagen in 2 Familienstränge aufgeteilt ist. Einmal die Familie Goldman, die in Baltimore lebt und einmal die Familie Goldman, die in Montclair lebt. Das spielt also alles in Florida. Und die Familie Goldman in Baltimore wird kurze Zeit später einfach immer nur die Baltimores genannt und einmal dann die Montclairs. So, und es ist halt einfach so, dass die Familie in Baltimore die glorreiche Hälfte der Familie ist. Also Reichtum herrscht da, angesehene Berufe herrschen da, 2 hochintelligente Söhne herrschen da und Marcus kommt halt aus der Familie aus Montclair, der weniger glorreichen Seite und ist mehrere Sommer lang, die Ferien lang, immer in Baltimore bei der anderen Hälfte und macht da sozusagen die Sommerferien und liebt seine beiden Cousins heiß und innig. Die 3 bilden ein ganz tolles Dreigestirn, erleben ganz viele tolle Abenteuer miteinander, Hochs und Tiefs miteinander, sprechen über die Schulzeit der 3, wie sie in den unterschiedlichen Städten, in den unterschiedlichen Familien ihre Schulzeiten erleben. Und Joël Dicker schafft einfach eine wahnsinnig tolle Atmosphäre in dieser Villa, in der die 2 Baltimore-Jungs leben. Macht die Charaktere sehr plastisch, auch der Eltern der beiden und eben Onkel und Tante dann von Marcus. Es ist eine wundervolle Umgebung, in der das Ganze spielt. Das ist so eine bewachte Wohnsiedlung, die Oak Park heißt und die 3 machen natürlich die Wohnsiedlung unsicher. Dann wird aber relativ schnell in diesem Buch klar, dass 2004 sich eine große, große Katastrophe ereignet, um die das ganze Buch sich rankt. Wir springen in diesen 3 Zeitebenen auch relativ oft hin und her, was aber überhaupt nicht verwirrend war. Im Gegenteil, es ist eben einfach so, dass man sich fühlt wie vor einem großen Puzzle. Und man bekommt ständig kleine Puzzleteile von diesem großen gesamten Bild zu fassen. Und ganz, ganz schnell wird man in diesen Sog der Geschichte gezogen, was da 2004 wohl passiert sein mag. Diese Sprünge zwischen den einzelnen Zeitebenen haben so dermaßen gemeine Cliffhanger, dass man das Buch einfach nicht mehr aus der Hand legen kann. Es spielt natürlich auch ein bisschen eine Liebesgeschichte eine Rolle. Es geht um eine Frau, die damals in der Nachbarschaft der 3 Jungs groß wird, die natürlich in der heutigen Zeit erwachsen und sehr
berühmt und bekannt ist. Das ist auch kein Spoiler, denn das wird im ersten paar Kapiteln schon klar, dass diese junge Frau von damals zu einer sehr berühmten Persönlichkeit heute geworden ist. Und wie sie da so mit reinspielt, müsst ihr dann natürlich selber rausfinden und wen der drei, ja, sagen wir mal Cousins, sie da bevorzugte. Und das Ganze ist so spannend, dass man einfach ja, nicht mehr aufhören kann zu lesen, so ging es mir zumindest. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Figuren alle sehr, sehr plastisch dargestellt wurden, dass ja, man einfach Figuren hatte, in die man sich einfach verlieben konnte. Diese Jungs, wie sie so klein damals, wie mit ihren ja, Geschichten, die dahinter stehen. Es geht um Mobbing, um Freundschaft, es geht um ja, die alle Facetten, die so eine Freundschaft mitbringt, die auch positiv und auch negativ sein können. Es ist einfach ja, ein super Spannungsbogen, den Joël Dicker da schafft, aufrechtzuhalten. Man fiebert einfach darauf hin, was ist da passiert. Und wie diese Gewichtung der beiden Familien, diese ja, Baltimores mit Glanz und Gloria und diese Montclair-Familie, für die Markus sich eigentlich sogar ein bisschen schämt, ja, wie diese Gewichtung sich im Laufe des Buches einfach verändert. Und das schafft er wie kein anderer, finde ich, diese Geschichte zu erzählen. Und darum gehört Joël Dicker einfach auch zu meinen absoluten Lieblingsautoren. Ich freue mich riesig auch auf das neue Buch, was im, glaube ich, im April von ihm erscheint. Und das habe ich auch schon vorbestellt, auf jeden Fall. Und ja, es ist einfach so, dass man sich fallen lassen kann in diese Geschichte, dass die Beschreibung der Umgebung, der Zeit, in der sie aufwachsen, die späten 80er, frühen 90er, total lebendig werden. Denn man ist ja selber in dieser Zeit auch aufgewachsen, ich zumindest. Bin auch ein Kind von Anfang 80 und konnte sehr, sehr viel daraus wiedererkennen, mitnehmen. Ja, bin da einfach total drin gewesen. Und auch die Geschichte heute, wie Marcus Goldman ein berühmter Schriftsteller ist, wie er diese Geschichte erzählt, wie es dazu kam, was eben bei dieser Katastrophe passierte, wie es dazu kam, was heute aus ihm geworden ist, also sozusagen 10 Jahre, 15 Jahre nach dieser Katastrophe. Es war einfach nur grandios. Die Liebesgeschichte ist nur ganz am Rand, spielt sie eine Rolle, wobei sie auch sehr schön ist, aber der Fokus liegt einfach auf den familiären Bindungen. Sein Onkel, der da in Baltimore eben Glanz und Gloria verbreitet, der ein ganz gefeierter Anwalt ist und den Markus sehr ja, bewundert und ihm nacheifert sozusagen. Ja, das ist so wundervoll zu lesen und ich kann einfach nur sagen, Leute, lest dieses Buch. Es ist unglaublich spannend, unglaublich toll geschrieben, unglaublich gut übersetzt, finde ich auch, denn es ist ja im Original Französisch. Es nimmt einen so mit auf die Reise. Ja, man taucht so tief ein in diese Familienbande und möchte am liebsten Teil dieser Goldman-Gang sein. Ja, und ich habe mich einfach sehr in die drei Jungs verliebt, die hier die Hauptrollen spielen. Und Markus ist ein ganz, ganz faszinierender, facettenreicher Charakter und auch seine beiden Cousins. Ja, und es ist eine Geschichte, die mich super gefesselt hat und die ich in einem Rutsch durchgelesen habe. Es ist, also ich glaube, ich habe selten geschafft, so ein dickes Buch innerhalb von 2-3 Tagen zu schaffen, trotz kleiner Kinder. Und darum kann ich einfach nur Lob geben. Es ist ein absolutes 5-Sterne-Buch für mich, ein Lese-Lebens-Highlight, würde ich sagen. Und Kritik kann ich eigentlich nicht wirklich daran äußern. Vielleicht, dass es nach 500 Seiten vorbei war. Ja, das kann ich eigentlich nur so ja, weitergeben. Und ich freue mich, von euch zu hören, ob ihr das Buch kennt, ob ihr das Buch gelesen habt, ob ihr Lust bekommen habt auf dieses Buch. Wenn ihr Romane mit Familiengeschichten und ja, ein bisschen spannenden Zeitsprüngen mögt, dann bitte, bitte schaut euch die Geschichte der Baltimores an. Ich würde mich freuen, euch ja, mit euch da in Kontakt zu treten und mit euch zu schreiben, wie es euch gefallen hat. Also lasst mir sehr, sehr gerne
Kommentare da. Ja, ich freue mich, dass ihr auch bei dieser Buchrezension eingeschaltet habt. Und wenn ihr mehr davon sehen möchtet, auch das schreibt mir bitte sehr gerne. Und würde sagen, wir sehen uns dann einfach im nächsten Video. Bis bald, meine Lieben. Tschüss!